So, hallihallo, meine lieben Ritter, und herzlich willkommen zur Special-Folge zu Assassin's Creed 1. Ich habe mich mal hier mit sämtlichen Dokumenten gerüstet, die ich bei mir gefunden habe. Das ist einmal mein Lösungsbuch zu Assassin's Creed 2. Da stehen nämlich auch nochmal die Auflösung der Symbole hinten drin. Dann habe ich von der Assassin's Creed Wiki-Seite mal die ganzen Theorien ausgedruckt, die sich die netten Menschen da zu eigen gemacht haben. Vielen lieben Dank dafür, dass sich da wirklich Menschen einen Kopf drum machen und da so eine Theorien aufstellen. Und dann habe ich noch eine Assassin's Creed Enzyklopädie wegen der edlen Äpfel nochmal. Und ich würde mal sagen, wir fangen. Also wir haben ja hier viele Symbole auf dem Boden. Wir fangen mal hier vorne an. So, ist das, glaube ich, ganz gut. So, jetzt nochmal zur Erinnerung, was ist eigentlich ein Edenapfel? Ich zitiere mal aus meinem Buch. Unter den Edensplittern gehören die Edenäpfel zu den begehrtesten Artefakten. Sie sind konstruiert worden, um sich durch Steuerung von Gedanken, Gefühlen und Verhalten der Untertänigkeit des Menschen zu vergewissern. Also im Prinzip das, was Abstergo erreichen möchte. So, die genetische Struktur des Menschen war so geschaffen, dass er von dem Edenapfel beeinflusst werden konnte. So stellten die Wesen der ersten Zivilisation sicher, dazu kommen wir später noch, dass der Mensch gehorsam blieb. Im Laufe der Geschichte wanderten die Äpfel durch viele Hände und die Besitzer eines solchen Relikts veränderten den Lauf der Dinge. Es sind also Gottesartefakte, möchte man fast sagen, wurden von der ersten Zivilisation erschaffen. Und die erste Zivilisation ist eine Zivilisation, die vor uns kam. Also praktisch vor der Schöpfungsgeschichte der Menschheit. In Assassin's Creed ist das die Theorie oder die Praxis, dass vor uns andere Menschen da waren und bereits eine hohe Kultur entwickelt hatten, die viel intelligenter waren, als wir heute sind. So. Dann fangen wir mal mit dem Symbol hier an. Also, das sieht ja erstmal nach einem Buchstaben-Kauderwelsch aus. Da weiß man gar nicht, wo oben und unten, wo hinten und vorne ist. So, jetzt muss man gucken, dass man die von hier rechts unten immer Reihe nach oben liest. Also hier anfangen und da oben aufhören. Und wenn man jetzt Redereihe so nach oben liest, dann erhält man den Satz, jetzt natürlich auf Englisch, weil Ubisoft ist ja ein ausländisches Studio. So. Artifacts sent to the skies to control all nations to make us obey a hidden crusade. Do not help them, steht da. Ja. Und auf Deutsch heißt es so viel wie: Artefakte werden in den Himmel geschickt, um alle Nationen zu kontrollieren. Um uns einen versteckten Kreuzzug folgen zu lassen. Helft ihnen nicht. So, das ist, also Artefakte werden in den Himmel geschickt, ist klar. Abstergo will ja den Edensplitter mit dem Satelliten hochschicken, um halt alle Nationen zu kontrollieren. Und das ist halt dieser versteckte Kreuzzug oder wird von Subjekt 16 hier als versteckten Kreuzzug benannt. Subjekt 16 ist übrigens derjenige, der vor Desmond von Abstergo benutzt wurde, um einen Edensplitter zu finden. Allerdings hat das bei ihm nicht funktioniert und er hat sich durch den Einfluss des Animus ist er wahnsinnig geworden und hat sich später selbst umgebracht. Und diese Symbole hier, die wir nur mit dem Adlerauge sehen können, hat er mit seinem eigenen Blut auf den Boden und an die Wände geschmiert, um uns sozusagen zu warnen. So, dann machen wir mal weiter. Moment. Hier. Und zwar, jetzt muss ich mal suchen. Das ist das Auge im Dreieck. Ja, ich habe hier Zettelwirtschaft und mein Lösungsbuch. Das Auge im Dreieck. Wo haben wir das denn? Steht das hier gar nicht mit bei?
Okay, dann gucke ich in mein Lösungsbuch. So, das Auge im Dreieck ist das allsehende Auge oder auch das Auge der Vorsehung und ist halt ein Symbol für Gott, der auf die Gläubigen hinabsieht. So, und seit dem 18. Jahrhundert wird das Symbol von den Freimaurern benutzt, zur Verwunderung vieler Verschwörungstheoretiker findet man es auch in einem großen Siegel der Vereinigten Staaten von Amerika und damit auch auf der Rückseite der 1-Dollar-Note. Okay. Und das ist halt auch ein Hinweis darauf, wenn das auch nicht ganz so bewiesen ist, dass praktisch der Edensplitter in die Umlaufbahn der Erde gesandt wird. Und dieses Auge soll halt bedeuten, als wenn das so ähnlich wäre, dass wie ein Gott, also der Edensplitter in dem Prinzip, der im Himmel sozusagen über die Menschheit wacht oder sie kontrollieren möchte. Ah, Hilfe. Nicht wegrutschen, mein Buch. So, so viel dazu. Dann haben wir... Jetzt muss ich gucken. Hier. So, wir haben hier ein Pentagramm. Ein Pentagramm. Moment, wo habe ich das Pentagramm? So. Und wenn die... Also es ist Pentagramm, weiß ja jeder, was es ist. Wenn die Spitze nach unten zeigt, ist es ein Zeichen des Satanismus. Und die Spitze nach unten... Moment, ich stelle mich dazu mal richtig hin. Zeigt auf das Kopfende des Animus, was so viel bedeutet. Was denn nun schon wieder? Ja, alles klar. Mensch, ich mache hier gerade wissenschaftliche Erklärung. Das so viel bedeutet wie dass Abstergo mit dieser Maschine, also dem Animus, Böses vorhat. Was ja im Prinzip auch der Fall ist, denn sie stecken ja unfreiwillig Personen dort hinein, um Edensplitter zu finden. So. Da jetzt aber dieses Pentagramm von Kreisen umschlossen ist, kann man das auch als Pentakel bezeichnen. So, und dadurch wird das Symbol zu einem Bannzeichen gegen das Böse. Es könnte also auch ein Schutzzeichen sein. Die genaue Ausführung dazu kann ich jetzt leider nicht erklären. Vielleicht ein Schutz, dass man sich selbst schützen kann, indem man praktisch in dem Animus oder hier die Hinweise von Subjekt 16 findet. Ah, Moment. Hallo. So, dann haben wir hier noch eine... So, drei Ringe. Drei Ringe sind... So. Ist eine Anspielung auf die Templer. Und diese überschneidenden Ringe erinnern an einen Dreipass, beziehungsweise das Kleeblatt, beziehungsweise die borromäischen Ringe, die die Dreifaltigkeit der christlichen Theologie repräsentieren. Ich kann auch dazu nochmal von den Wiki-Einträgen das dazu nehmen. Moment, wo haben wir sie denn? Habe ich hier irgendwas übersehen? Fehlt hier ein Blatt irgendwie? Habe ich das nicht vorhin? Habe ich doch hier... Ah ja, Moment mal. So, Dreifaltigkeit. Jeder Ring steht für ein Erscheinungsbild Gottes und die sind halt sehr eng miteinander verbunden. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. So. Das ist die Erklärung dazu. Ich denke mal, der Gott ist wieder der Edenapfel. So, was haben wir noch? Haben wir hier hinten noch was? Nee, hier ist nichts. Alles klar, das ist sehr schön. So, dann haben wir... Aha, da in der Ecke ist was. So, da haben wir... Ah ja, hier haben wir den Kolibri, die Spinne und den Affen. Die Kolibri, die Spinne und den Affen. Moment, das sind ja die Nazca-Linien. Das weiß ich zufällig auch, ohne nachzugucken. Upsa, bin ich ans Mikro gekommen. So, diese Tierlinien zeigen berühmte Nazca-Linien. Die gibt's übrigens wirklich.
Und sie befinden sich im peruanischen Wüstenplateau und sind bis zum heutigen Tag erhalten. Und man geht davon aus, dass sie einem religiösen Zweck dienten. Historiker vermuten, dass sie von den Nazca geschaffen wurden, um mit den Himmelsgöttern zu kommunizieren. Und das könnte halt auch ein Hinweis darauf sein, wo halt die Ahnen von Subjekt 16 hergekommen sind. Moment. So, nochmal richtig ausrichten. Und dass dort möglicherweise, also in Peru, ein Edensplitter versteckt sein kann. So. weiter im Text. Wir haben hier erstmal ein Dreieck. Jetzt muss ich mal gucken, wie rum ist das? Von unten nach oben? Ja, so rum. Ein Dreieck. So. Das Dreieck sind erstmal auch völlig ungeordnet, aber jetzt muss man die praktisch im Prinzip wie das Viereck von da und dann jetzt muss ich selber mal gucken. Ja, immer nach oben. Also T, dann H, E, dann Y, D, R und so. Also jede Linie so. So, dann so, dann kommt der Spruch heraus. They drained my soul and made it theirs. I drained my body to show you where I saw it. Auf Deutsch, sie haben mir meine Seele geraubt und haben sie zu ihrem Eigentum gemacht. Ich habe meinen Körper verflüssigt, um euch zu zeigen, was ich sah. Ganz klar, das ist eine Anspielung auf Subjekt 16. Abstergo hat ihn praktisch durch die Benutzung, durch die krasse Benutzung des Animus seine Seele geraubt. Er ist praktisch irre geworden. Und er hat sich sozusagen verflüssigt, also er hat sein Blut damit, sein Blut benutzt, um Subjekt 17, also uns, also Desmond, zu zeigen, was er dann gesehen hat. Also wie gefährlich die ganze Sache ist und was er davon wusste. So, dann haben wir hier unten, Moment, da stelle ich mich mal noch ein bisschen anders hin. Ein Barcode. Dieser Barcode ist gar nicht so schwer zu entziffern. Ich gucke zur Sicherheit trotzdem nochmal nach. So, wir haben hier die... Jetzt muss ich mal auf beiden Seiten, ich muss das mal so ein bisschen abgleichen. Jetzt bin ich schon wieder mit dem Buch ans Dings gekommen. So, ich, also mit dem Barcode, ich weiß es nicht genau. Ich zitiere jetzt einfach mal von dem Lösungsbuch. Und wenn es hier drin steht, muss es ja von Ubisoft selbst stammen. So, es wird vermutet, dass es sich um einen Barcode handelt, der ein versteckter Hinweis auf die Offenbarung 13, 16-18, also ich denke mal, Psalm 18, ich kenne mich da mit der Bibel nicht so aus. So, Zitat, er zwang alle, ob klein oder groß, reich oder arm, Freier oder Sklave, ein Zeichen zu tragen an der rechten Hand oder auf der Stirn, sodass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er denn nicht das Zeichen trage, welches der Name des Tieres oder die Zahl seines Namens ist. Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tiers, denn es ist eines Menschen Zahl und seine Zahl ist 666. Also ich weiß es nicht, ist hier nicht keine genaue Auflösung. Ich kann nur vermuten, dass ja oft die Zahl 666 hinausläuft. Das ist ja die eine satanistische Zahl, wenn ich mich nicht irre. Die Zahl des Teufels. Und das ist halt auch wieder mit den bösen Machenschaften von Abstergo zusammenhängt. So. Und dann haben wir noch die Nummer darunter. So, und das sieht man. 12.21.2012 ist der 21. Dezember 2012. So, der Tag, an dem der Langzeitkalender, jetzt pass auf, der Maya, seinen 13. Baktun-Zyklus erreicht. Dieses Datum ist für die Maya die Apokalypse und damit das Ende der Menschheit. Und hier ist es halt im Spiel der 21. Dezember 2012. Ist der Tag, an dem die Templer ihren Satelliten mit einem Edensplitter in den Orbit schicken möchten. So, das nochmal ergänzend von der Wiki, von dem Wiki-Eintrag. So, wie gesagt, an dem Datum wollen Abstergo einen Satelliten ins All schicken, an Bord einen Edensplitter, um die Menschheit zu unterwerfen.
So, an diesem Tag wird unser Sonnensystem in direkter Konjunktion mit dem Zentrum der Milchstraße stehen. Das ist hier wieder eine andere Theorie. Und dieses Ereignis findet nur alle 26.000 Jahre statt, denn diesen Zeitraum benötigt unser Sonnensystem, um einmal die Sternengruppe der Plejaden zu umkreisen. Vielleicht bietet dieses Ereignis die beste Voraussetzung für die ganze Macht des Edensplitters, der von Abstergo in den Orbit geschickt wird. Ja. Also ich bin ja auch eher für den... Also es ist beides richtig, ich bin kein Wissenschaftler, vielleicht... Bin aber eher für den Maya-Kalender, für den Weltuntergang. So, das war ja damals auch so ein Thema. Wisst ihr noch, 2012, alle hatten am 21.12. Angst vor dem Weltuntergang? Es gab sogar Leute, die sich umgebracht haben vorher, um das nicht mitzubekommen. Ohne Scheiß jetzt. So, was haben wir dann noch? Hier auf der Plattform ist noch was. Jetzt muss ich mal gucken, von welcher... Ja, ich glaube, das ist schon richtig. So, es ist nicht ganz genau zu erkennen. Was nehme ich denn da jetzt mal? Ich lege mal das Buch hier erstmal beiseite. So, jetzt haben wir hier, Struktur von Bergen. Also ihr seht, da oben sind so ein paar Berge angezeichnet. Und die Zeichnung repräsentiert den Machu Picchu. Diese berühmte Stadt der Inka. Und diese liegt auf einem Bergkamm über dem Urubamba-Tal in Peru. Auch wieder Peru, hatten wir vorhin schon mal. So, auch dies ist ein Hinweis von Subjekt 16 auf ein Ziel seiner Reisen im Animus. Wir wissen ja nicht, wohin Subjekt 16 im Animus geschickt wurde. Er hat ja andere Vorfahren als wir. Vielleicht lag es in Peru, also Peru... als auch ein Hinweis auf einen Edensplitter, dass sich da vielleicht jemand einer verbergen könnte. Oh Gott, ich bin schon jetzt fertig. Haben wir hier noch was? Ja, hier ist noch... Moment. Was haben wir hier? Ah ja, eine Stufenpyramide. Stufenpyramide, so, kennen wir ja auch aus der Inka-Kultur. Und... das könnte ein Versuch von Subjekt 10 sein, seine Bedeutung zu den Nazca-Linien zu unterstreichen. Also wir haben hier mehrere Hinweise auf Peru. Es handelt sich aber auch um die schematische Darstellung eines Ziggurat aus Mesopotamien. Was auch immer das ist. Ein solches Bauwerk war möglicherweise das Vorbild für den biblischen Turmbau zu Babel. So, das war ja das, wo sich dann alle Menschen gestritten haben und das war ja halt praktisch der Kern unserer Sprache. Jetzt muss ich noch mal gucken. Haben wir eine andere? Ja, ein typischer Tempel der Maya. Dort befindet sich vielleicht auch ein Edensplitter oder eine Gruft. Halt, hier geblieben. Blätter. So, dann haben wir hier noch ein paar Sachen. Oh Gott, also Schriftzug Yonaguni. Yonaguni. Ich lasse mal mein Buch hier. Yonaguni haben wir. So. Da haben wir. Moment, gehört das jetzt zusammen oder ist das hier ein Schriftzug? Ich glaube, ich lasse das mal so. So, also die japanischen Motive sind leicht zu erkennen. Der Fuji, das ist... der Berg hier, dann haben wir da die Sonne, ein Tempeltor, das ist das hier unten und da hinten sind noch Pagoden, also diese typisch japanischen Häuser, Tempelhäuser, und Yonaguni ist eine kleine Insel im Süden der Ryukyu-Inselkette, Entschuldigung, wenn ich das jetzt nicht richtig ausspreche, oder Ryukyu-Inselkette, in deren Nähe sich das Monument von Yonaguni befindet. Nämlich eine gewaltige unterseeische Felsformation, von der manche glauben, sie sei von Menschenhand erschaffen worden. Die Formation war auch das japanische, wird auch das japanische Atlantis genannt. Und das könnte auch ein Hinweis auf die erste Zivilisation wieder sein, weil dies so konstruiert ist, dass eigentlich...
nicht von unseren Urahnen das konstruiert war, sondern dass diese Technik dort schon weitaus fortgeschrittener war, als wir das normalerweise kennen. Ugh. Meine arme Zunge. Haben wir hier noch was? Aber da ist bestimmt auf dem Podest noch was. Ja, wir haben hier noch. Oh, Moment, da muss ich von der anderen Seite hin. So, das sind drei Pyramiden. Drei Pyramiden. Wo haben wir die? Drei Pyramiden. Haben wir die hier nicht mit drinne? Okay, da muss ich in den Eintrag von der Wiki gucken. Da müssen die. Auf jeden Fall, es sind wahrscheinlich die Pyramiden von Gizeh, nehme ich mal an, ohne das jetzt mal vorzugucken. Sorry, wenn ich hier rascheln muss. Ja, ich finde die nirgendwo. Okay, da hat jemand nicht aufgepasst. Also, meine Theorie ist es, dass die drei Pyramiden von Gizeh sind, was ja auch. Die Ägypter waren ja auch eine sehr, ja, weit entwickelte Kultur schon. Und einfach, dass da vielleicht auch ein Edensplitter versteckt ist, ist meine Theorie zu der Sache. So, haben wir jetzt irgendwo noch was übersehen? Oh, hier unten haben wir noch was. Moment, da haben wir vorhin drauf gestanden. So, da haben wir nämlich. Dreieck und Apfel. So, und Subjekt 16 kannte halt den Plan, dass die Templer einen Edensplitter in die Erdumlaufbahn schicken wollten. Und diese Skizze zeigt das Artefakt, also der Edenapfel, obendrauf, ne? Und wie es halt jeden auf der Erde kontrolliert. Das ist hier praktisch eine Gesellschaftspyramide, würde ich das mal nennen. Meiner Ansicht nach. Und jeder darin halt wird von dem Apfel kontrolliert. So. Habe ich noch irgendwas übersehen? Wir gehen mal in unser Zimmer. Da ist ja die ganze Wand voll. Auf dem Fußboden ist da aber nichts. Haben wir vielleicht hier hinten noch was? Ich gehe noch mal in den Konferenzraum, weil der Wand möchte ich mich zum Schluss widmen. Mein Gehirn qualmt gerade. So, geh noch mal da rein, bitte. So, haben wir hier noch was? Sieht auf den ersten Blick nicht so aus. Nee, hier haben wir nichts. Okay. Weil ich eigentlich ich vermisse noch ein Symbol. Vielleicht ist doch noch eins hier hinten. Nee. Bin ich blind? Okay, dann ist es jetzt auch egal. Wir haben schon genug gefunden. So, dann widmen wir uns mal der Wand an meinem Zimmer. So. Also. Passt auf jetzt. Womit fangen wir denn jetzt an? Also, wir fangen mal an. Ich gehe mal jetzt nach Lösungsbuch. 2213, hier unten seht ihr das, neben diesem Symbol, also 2213, ist ein Verweis auf die Offenbarung 2213 im Neuen Testament. Zitat: Ich bin das Alpha und das Omega, das Erste und das Letzte, der Anfang und das Ende. Das sind die Worte Jesu nach der Wiederauferstehung. Er spricht als die Stimme der heiligen Dreifaltigkeit, hatten wir vorhin schon mal. Grundsätzlich ist es eine Erklärung der Allmacht, des Allwissens und der Allgegenwärtigkeit Gottes, also die Dreifaltigkeit. Macht, die auch die modernen Templer von Abstergo gern ihr eigen nennen wollen. Also im Prinzip eine Machtbekennung.
So, dann haben wir ein hebräischer Text. Na super. Woher soll ich jetzt wissen, welcher der hebräische Text ist? Okay, Moment mal. Ich sortiere mal hier die Zettel. Das ist er nicht. Oh, ich habe hier noch eine interessante Theorie zu 2213. So, und zwar soll sich das auf die Omega-Symbole, die an der Wand sind, beziehen. Die Omega-Symbole sind... Wo sind denn die? Halt! Ich drück mal den falschen Knopf. Die sind da oben. Über der Schrift, da ganz oben. So, und die Symbole stehen bei der Zahl 13.0.0.0.0. Und bei dem arabischen Schriftzeichen, die Erdbeben bedeuten. Arabische Schriftzeichen, die Erdbeben bedeuten. Das sind, Hilfe. Das sind... Wo ist denn hier der Zettel? Das sind, der da drunter. Halt, nee, das da unter der 13 sind die Omega-Symbole und das daneben, also über dem Schriftzug, sind die arabischen Zeichen. Ich hoffe das mal. Ja. So, und diese bedeuten Erdbeben. So, und das bedeutet, dass die Welt eventuell mit einem Erdbeben enden wird, da ja Omega der letzte Buchstabe im griechischen Alphabet ist. So, und im oben genannten Bibelzitat das letzte bzw. das Ende bedeuten. Gott, also im Bibelzitat. Sind meine ganzen Teile hier durcheinander geraten. Du mal weg. Halt, hier geblieben. Ah, die fallen alle runter. Moment mal kurz. Die müssen doch alle in Ordnung gebracht werden hier. Warte mal, die haben wir alle schon abgearbeitet. Die kann ich mal weglegen. So, dann haben wir das hier. So, das haben wir auch schon. Nein, da ist noch was. Das lasse ich mal noch und das lasse ich mal noch. Okay, so. Aber was ist jetzt der hebräische Text? Der hebräische Text. So, da muss ich mal gucken. Der hebräische Text. So, also es ist nicht verzeichnet, welcher genau der hebräische Text ist. Ich gucke mal. Das könnte ja... Kann jemand von euch Hebräisch? Vielleicht dieses über dem Symbol, Schmetterlingssymbol, vielleicht dieses kleine Schriftzug da, noch unter dem Englischen. Jedenfalls bedeutet das, das liest sich Olam Haba, aha, und bedeutet übersetzt so viel wie die Welt, die kommen wird, das Jenseits. Die Welt, die kommen wird, kann jetzt auf das Jenseits bezogen werden für Subjekt 16, aber die Welt, die kommen wird, ist von Abstergo natürlich die geplante Welt, in der Welt, in der alle Menschen den Edensplitter unterworfen sind. So. So, dann haben wir einen arabischen Text. Einen arabischen Text. Ist auch irgendwo an dieser Schriftwand. So, der arabische Text. Steht, also der arabische Text bedeutet As-Salsala, was so viel bedeutet wie Erdbeben, sich aber sicherlich auf die 99. Sure des Korans bezieht, die vom jüngsten Tag handelt, dem Ende aller Zeiten, oder wie die Templer es nennen, von der neuen Weltordnung. Ah ja, okay, das ist der arabische Text, ist dieser da. Den hatten wir schon. So.
Kommen wir mal zur Zeichnung. Zur Zeichnung in der Mitte. Also dieses Schmetterlingssymbol. So. Das nennt man einen Lorentz-Attraktor. Ein Fraktal, das durch ganz bestimmte Gleichungen geschaffen wird. Es ist benannt nach Edward Lorentz, einem amerikanischen Mathematiker und Meteorologen. Mathematik ist ja voll mein Thema, das ist ja super. So, bekannt für seine Pionierarbeit in der Chaostheorie. Er prägte den Begriff Schmetterlingseffekt. Subjekt 16 benutzt die Zeichnung wahrscheinlich, um zu zeigen, welchen weitreichenden Einfluss kleine Taten in früheren Leben noch Jahrhunderte später ausüben können. Also im Prinzip eine Theorie, die, wenn man halt, die Welt verändern könnte. Taten, die mit den Ehensplittern hervorgebracht werden, die sich auf die ganze Welt, auf die Geschichte der Welt ausbreitet. Ich suche noch gerade nach dem Wort. Mein Kopf wird auch langsam leer. ja genau, ausweitet. So. Was haben wir noch? Wir haben jetzt ein paar englische Texte. Ich gehe mal hier hin. So, da haben wir den Text. We are all books containing thousands of pages and within each of them lies an irreparable truth. Auf Deutsch, wir sind alle Bücher mit tausenden von Seiten und auf jeder einzelnen steht eine irreparable Wahrheit. So, das ist ein Hinweis von Subjekt 16 natürlich, dass die vererbten Erinnerungen, also die genetischen Erinnerungen, in der DNA gelesen werden können, aber nicht umgeschrieben werden können. Dass unsere DNA sozusagen die Wahrheit über uns ja preisgibt. So, haben wir noch irgendwas? Ja, wir haben noch... wir haben da oben, warte mal, ich weiß nicht, ob man das lesen kann. Within Emperor's Jai Jing's Sin and... Hier geht's weiter. Quetzalcoatl's Hunger lies the answers. Auf Deutsch, zwischen Kaiser... Jia Jings Sünde und Quetzalcoatls Hunger liegt die Antwort. So, Jia Jing war der 11. Kaiser der Ming-Dynastie, China Ende des 16. Jahrhunderts. Er war berühmt für seine Grausamkeit und für die Verachtung für die traditionelle Rolle eines Kaisers. Er entwickelte eine Besessenheit für Alchemie. Und er strebte dadurch nach der Unsterblichkeit. So. Also hier ein Streben nach Unsterblichkeit. Dann haben wir Quetzalcoatl, ist der mesoamerikanische Gott. Genau. Und der Gedanke ist wohl... Moment, jetzt muss ich meine Gedanken mal zusammenfassen. So, also er ist ein Gott, der Jia Jing ist ein Herrscher und dieses im Zusammenhang bedeutet ein unsterblicher Herrscher plus ein Gott, damit ist Abstergo gemeint. Da diese halt sich so aufführen und diesen Plan haben, wie ein Gott zu herrschen und dadurch unsterblich zu werden. So, dann haben wir hier, hier unten... I've entered the abyss and never returned. Ich habe den Abgrund betreten und kam nie zurück. Das ist ein Hinweis von Subjekt 16, dass er halt selbst den Verstand verliert und dass es halt seine eigene letzte Feststellung ist,
dessen, weil sein Geist halt durch den Sicker-Effekt gebrochen wurde. Sicker-Effekt, ja, zum Sicker-Effekt kommen wir dann in einem anderen Let's Play nochmal zu Assassin's Creed. Wahrscheinlich erst im zweiten Teil. Da spielt der nämlich nochmal eine größere Rolle. Das ist im Prinzip, dass sich der Animus mit den Gedanken des Vorfahrens und seinen eigenen jetzigen Gedanken praktisch vermischt und dadurch entsteht der Sicker-Effekt. Man weiß nicht, was real ist, was war Vergangenheit, was ist Gegenwart. So. Dann haben wir wir haben hier irgendwo hier vorne hier neben dem Ding über der 2213 haben wir eine Darstellung und diese Darstellung ist die Mandelbrotmenge. Und diese Mandelbrotmenge wird im allgemeinen Sprachgebrauch auch Apfelmännchen genannt und spielt auch eine bedeutende Rolle in der Chaostheorie. So, wenn dieses Fraktal animiert wird, scheint es sich halt endlos fortzudrehen. Da sich das Muster auf ewig wiederholt. Damit ist aber der Schmetterling in der Mitte gemeint. Ganz gleich, wie weit man einzoomt bzw. auszoomt. Das ist ein Hinweis auf die Subjekte im Animus, also die Personen, die benutzt werden, die immer tiefer und tiefer in ihre eigenen Erinnerungen versinken. In ihre genetischen Erinnerungen. So. Dann haben wir hier noch eine Gleichung irgendwo. Also das ist die Mandelbrotmenge in der Mitte halt. Dieses kleine Etwas da. Jetzt muss ich mal gucken. Ah, hier oben ist ja auch nochmal. So, daneben haben wir eine Gleichung. Lässt sich schwer erkennen. So, und diese Mandelbrotmenge kann sich mit dieser Gleichung berechnet werden. Und zwar Z... ich weiß nicht mehr, wie man das spricht. Z zu n plus 1 ist gleich z zum Quadrat von n plus c. Keine Ahnung, das steht da jedenfalls. So. Damit lässt sich diese Mandelbrotmenge berechnen. So. So, haben wir jetzt noch was? Ja, wir haben noch asiatische Texte. So. Das hatten wir alles schon. Das hatten wir auch schon. Die chinesischen Zeichen. So, die Zeichen ganz links. Die Zeichen ganz links. Das sind die hier. Diese Zeichen, jetzt muss ich mal gucken, ob das mit meinem hier übereinstimmt. Also diese Botschaften haben eine Bedeutung, die sich alle auf das Spiel und seine Schlüsselfiguren beziehen. Hier ganz links. Den letzten Kampf haben wir verloren. Dann vergaßen wir ihn. Nun kommt eine neue Runde Kampf und wir gehen kämpfen. Also dieser Text soll sich auf die Assassinen beziehen. Und zwar haben die Assassinen den Kampf gegen den Edensplitter verloren. Weil Altair den Edensplitter nicht zerstört hat. Er konnte es nicht. Aber jetzt ziehen sie nochmal in den Kampf, denn sie werden die restlichen zerstören. So. So, dann haben wir die anderen Zeichen. Die anderen Zeichen, ja, das sind vielleicht die hier. Ich kann es ja nicht lesen.
Jedenfalls, die Chinesen beinhalten das Vorleben, die Lehre der Sachen, die man direkt nach dem Tod machen soll, nicht zu vergessen. So, also individuelles Leben und Tod, also jetzt nochmal zur Klarstellung, individuelle Dankbarkeit und Groll sind aus jedem Einzelnen verschwunden. So, wenn der menschliche Wunsch, der aller drei Buddhas kennt und die Gemeinschaft rechtmäßig zu überwachen ist, überwachen ist es, um Idealist zu werden. Was? Wie? Wenn der menschliche Wunsch, der aller drei Buddhas kennt, um die Gemeinschaft rechtmäßig zu überwachen, ist es, um Idealist zu werden. Keine Ahnung. Dann muss ich euch jetzt leider im Schwarzen lassen. So, dennoch, der Mensch hat nicht die Weitsicht, die Sorgen an der Hand zu halten. Denn man wird in der Zukunft wissen wollen, dass die Frucht dieses Lebens der Autor ist. Und hört nicht, wenn man es hört, hört nicht, wenn man es sieht, sieht nicht, wenn man es kennt, weiß nicht, wenn man von ihm abstammt. So, die meisten Texte darauf beziehen sich auf den Plan von Abstergo, beziehungsweise von den Templern, allen Menschen ihres freien Willens zu berauben. Die Templer wissen nicht, was sie tun. Also der Satz, der Mensch hat nicht die Weitsicht, die Sorgen an der Hand zu halten. So bezieht sich auf die Templer. Der Satz, man wird in der Zukunft wissen wollen, dass die Frucht dieses Lebens der Autor ist, bezieht sich darauf, wenn es halt irgendwann mal zu einem Ausfall des Satelliten kommen wird, werden die Menschen wissen wollen, was denn eigentlich passiert ist. So. Der Satz, wenn der menschliche Wunsch der aller drei Buddhas kennt, um die Gemeinschaft rechtmäßig zu überwachen, ist es, um Idealist zu werden. Das bezieht sich darauf, dass die Templer nur das tun, weil sie denken, dass sie etwas Besseres wären. Also im Prinzip das mit dem Gottvergleich. So. Dann haben wir noch den Satz gehabt, individuelles Leben und Tod, individuelle Dankbarkeit und Groll sind aus jedem Einzelnen verschwunden. Von Subjekt 16, also Subjekt 16 hält es für absolut falsch, dass Menschen ihres eigenen Willens beraubt werden, denn dann würde ja jeder Mensch gleich sein. So, das bezieht sich darauf. Denn den Satz, Chinesen behalten das Vorleben, die Lehre der Sachen, die man nach dem Tod machen soll, nicht zu vergessen. Das bezieht sich darauf, dass viele Menschen werden sich halt nicht ganz übernehmen lassen von dem Edenapfel, also werden sie es nicht mit sich machen lassen. So, dann haben wir noch den Spruch. Hört nicht, wenn man es hört, hört nicht, wenn man es sieht, sieht nicht, wenn man es kennt, weiß nicht, wenn man von ihm abstammt. So, und das könnte sich eventuell auf Abstergo selbst beziehen, denn Abstergo wird es nicht hören, wenn die Assassinen angreifen, und es wird es nicht wissen, dass die Assassinen wissen, wer sie sind. Und sie wissen auch nicht, dass vielleicht, ja, dass sie Kinder haben, die bei den Assassinen sind. Das heißt, dass Abstergo vielleicht Verräter hat, die die Assassinen unterstützen, sie verraten. In Klammern Lucy. Lucy ist ja so jene. So, dann haben wir noch ein paar andere Texte. Das sind vielleicht die, ich habe jetzt vielleicht die falschen angezeigt. Denn hier sind auch noch Texte. Ich denke mal, das sind eher die, die ich jetzt vorgelesen habe. Und wir haben aber noch Texte. Das könnten die doch sein. Also wir haben ja noch eine buddhistische Weisheit, die so viel besagt, wie man erntet, was man gesät hat. Ganz klar wieder ein Hinweis auf Abstergo. Mit ihrem blöden Edensplitter halt. So. Dann haben wir noch, wer seine Zukunft lesen will, möge einfach seine Gegenwart schreiben. Bezieht sich darauf, dass man sein Leben selbst in die Hand nehmen soll und sich nicht kontrollieren lassen sollte, um eine sichere Zukunft zu haben. So, dann haben wir noch, der Mann ohne Weitblick hat seine Sorgen bald ganz in der Nähe. Ja, also wenn man nicht vorausschauend ist,
beziehungsweise nicht hinter die Machenschaft von Abstergo kommt, dann hat man bald ganz viel Probleme. Und zwar nicht nur den Edensplitter. So, dann hatten wir halt noch das Sprichwort, was ich gerade schon mal hatte, mit dem Hören ist besser als also dieses hört nicht, wenn man hört, sie hört nicht, wenn man sieht. Das ist halt nochmal das Sprichwort, das an das Credo der Assassinen erinnert. So. Und dann haben wir noch, wenn du als Mensch in das spirituelle Reich Buddhas eingehen willst, musst du erkennen, musst du wissen, dass alles, was du in der Welt siehst, aus deinem eigenen Geist kommt. Also nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Hab ich's jetzt? Ich glaube, ich hab's jetzt. Oh. Und da bin ich voll gegen mein Mikro gestoßen vor lauter Begeisterung. So. Ich gucke jetzt nochmal auf die ganze Wand, ob ich noch irgendwas übersehen habe. Aber ich glaube, wir haben alles abgearbeitet. Ja, wir haben Tatsache alles abgearbeitet. So. Und mit diesem wunderschönen Bild verabschiede ich mich denn. Und ich hoffe, ich konnte euch alles erklären. Oh mein Gott, wir haben fast eine Dreiviertelstunde oder eine Dreiviertelstunde dafür jetzt gebraucht. Ja, und wie gesagt, wenn noch irgendwelche Fragen bestehen, fragt mich. Oder ich werde euch auch die Wiki-Seite verlinken. Könnt ihr auch nochmal selber nachgucken. Und meine Bücher kann ich ja jetzt hier nicht reinstellen. Ja, vielleicht habt ihr selber irgendwelche Theorien dazu. Lasst alles raus, lasst es mich wissen. Ich bin für alles offen. Wir können darüber gerne sinnieren. Und es ist zwar bloß ein Spiel und manch einer wird sich sagen, mein Gott, bist du bekloppt, ey. Was sinnierst du jetzt so über so ein Spiel? Aber sie werden sich da schon irgendwas bei gedacht haben. Und dieses Spiel, also es heißt Squid-Reihe, ist einfach mal die tiefgründigste Reihe, die ich jemals gespielt habe. Ja, und mit diesen Worten verabschiede ich mich von der Verschwörungstheorie-Sitzung. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge zu irgendwas. Bis dahin. Ciao.